Dann das nächste, ja. Ein Paras. Ich denke mal, das wird euch wahrscheinlich nicht so arg interessieren oder so sehr interessieren. Aber ich finde halt, Parasek ist schon was richtig Geiles. Damit kann man richtig gut angreifen. Warum kann man eigentlich so gut damit angreifen? Wenn ich mir das hier mal anschaue, Parasek kann 1657 BP erreichen. Sein bester Wert ist Angriff mit 165. Pa warum Paras so gut sein kann, ist halt Solarstrahl. Wenn ich das richtig weiß, ist Solarstrahl doch die stärkste Hauptattacke, die es gibt, oder? Solarstrahl macht 180 Schaden. 180? Und dieses hat noch nicht mal Solarstrahl bekommen. Sauerei. Gleich mal das nächste entwickeln hier. Also Solarstrahl macht 180 Schaden. Und Hitzekoller 160, Hyperstrahl 150, Feuersturm 140, Fokusstoß 140, Blitzkanone 140, Blizzard 130, Mülltreffer 130. Oh, Mülltreffer hat aber einen richtig geilen Power-Up bekommen, sozusagen. Schon wieder kein Solarstrahl. Sauerei. Ich glaube, das schicke ich gleich weg. Das geht gar nicht. Damit kann ich nichts anfangen. Das ist nicht meine Welt. Okay, also, das sind jetzt nur die Schadenswerte. Natürlich nicht mit Step. Mit Step sieht das nämlich ganz anders aus. Solarstrahl mit Step macht, glaube ich, 225, das ist ein Wort. Damit kann man wirklich fast alles weghauen. Ich denke, auch gegen Hytera kann man da auch ganz gut kämpfen. So, aber wenn man sich jetzt mal anschaut, wenn man jetzt wirklich mal schaut, welche Attacke kann pro Sekunde am meisten Schaden machen? Und das ist Sturzflug. Sturzflug macht 45 Schaden pro Sekunde. Sehr, sehr interessant. Wohlgemerkt macht diese Attacke an für sich aber nur 90 Schaden. Interessant. Kann eigentlich Taubers Sturzflug lernen? Das kann ich auch gleich mal nachschauen. Das wäre, finde ich, interessant. Ich habe eigentlich nur Taubers mit Orkan und nichts anderes, weil ich die seit dem letzten Mal eigentlich nicht mehr entwickelt habe. So, Sturzflug hatte ich gesagt. Mit Step 112. Das ist schon nicht schlecht. Das heißt, es macht eigentlich 56 Schaden pro Sekunde, wenn es mit Step ist. Und folgende Pokémon können es lernen: Ho-Oh, Dodri, Tauboss, Dodu und Panzereron. Das heißt, es lohnt sich, mal wieder ein paar Taubosse zu entwickeln, wenn man dieses Moveset haben will. So, ich habe mal ein Pikachu mit Partyhut entwickelt, zu einem Reitschuh, und ich kriege Funkensprung, Sturmstoß. Ja, ich wollte einfach nur auch einen Reitschuh haben, das eine Partymütze trägt. Und ihr konntet jetzt nochmal sehen, ein weibliches Pikachu mit abgerundetem Schweif und hier ein Raichu mit fehlender Spitze, dass es ein weibliches ist. Ja, ich entwickle einfach mal ein Ponyta. Ich habe keinen Galopper mehr. Liegt wahrscheinlich daran, dass alle Galopper schlecht waren. Deswegen habe ich gedacht, okay. Muss ich jetzt gerade mal schauen. Ponyta. Galoppe, hallo. 1287 ist ein guter Wert. Ist vielleicht sogar ein bisschen zu viel für ein Arena-Training. So, und was habe ich denn gekriegt? Fußkick, Hitzewelle. Ach, also Hitzewelle gefällt mir überhaupt nicht. Das gefällt mir gar nicht. Ich hätte gern Galoppa mit richtig geiler Feuerattacke. Kann es das denn überhaupt lernen? Also das beste Moveset wäre Feuerwirbel, Feuersturm. Und Feuersturm wäre 140 statt nur 95. Genau, das wäre toll gewesen. Leider nicht.
Schade. Das heißt, ich muss auf jeden Fall nochmal einen Punita entwickeln. Kann ich das? Kann ich erstmal nicht. Macht nichts. Kommt irgendwann wieder aus dem Ei. Wie ihr seht, habe ich hier ein Porygon. Das heißt, ich habe ein Upgrade bekommen. Also entwickle ich mal dieses hier zu einem Porygon 2. Das freut mich sehr. Da bin ich gespannt, was ich diesmal kriege. Ein Porygon 2 kann 2546 WP erreichen. Das ist also schon nicht schlecht. Sein bester Basiswert ist Angriff mit 198. Naja, geht so. Geht so, geht so. Es geht auf die 200 zu. Ist ja schon mal nicht so schlecht. Interessant. Game Press hat kein Moveset. Keine Moveset-Rangliste hier gelistet. Interessant. Das heißt, ich muss mir das jetzt selber ausmalen. Ist auch nicht sehr einfach. Also, wenn ich mir das so anschaue, würde ich sagen, wenn, dann müsste dieses Porygon Solarstrahl bekommen und Kraftreserve. Weil Kraftreserve macht 15 Schaden, das sind 12 Schaden in der Sekunde. Und Solarstrahl macht 180 Schaden, das sind 36 Schaden pro Sekunde. Wobei, Hyperstrahl macht 48. Aber, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich kriege Blitzkanone. Ah ja, warum nicht? Es war das Schwächteste. Ja, das ist ein sehr schwacher Moveset. Charge Move. Aber okay. So, dann bist du Elektrik. Du kannst nur Elektroattacken, ist trotzdem nice. Gefällt mir. Wie gesagt, zur Not hätte ich halt Kraftreserve und Solarstrahl gewollt. Und dann wäre es cool gewesen, wenn die Kraftreserve auch noch eine Pflanzenattacke wäre. Dann wäre das sogar ein reines Pflanzenmoveset. So, wie viel WP hast du? 1416? Ja, damit kann man auch gut. Zum Teil gut trainieren, wahrscheinlich eher weniger, aber okay. Dann einfach noch so eins, zwei Pummeluft zu Knuddeluft hätte ich eigentlich auch ganz gerne. Aber dass die Movesets da nicht gelistet hatten, das war jetzt sehr interessant. Von Polygon 2 will ich mir doch gerade mal anschauen, ob es bei Polygon 1 geklappt hat mit den Movesets oder haben sie die auch rausgenommen. Nee, die sind doch alle da. Aber es hat auch keine alten Attacken und interessant. Porygon kann übrigens dasselbe lernen wie Porygon 2. Ladestrahl, Kraftreserve, Solarstrahl, Hyperstrahl und Blitzkanone. Was es nicht mehr lernen kann, ist Zen-Kopfstoß, Tackle und Ruckzuck-Hieb. Entschuldigung, ich habe, glaube ich, ein paar Buchstaben verschluckt. Das passiert manchmal. Finte Knuddler. Naja. Wenn, dann will man ja eigentlich Hyperstrahl. Knuddler brauche ich eigentlich nicht. Egal, passt schon. Interessant, dass du nur 300 WP bekommst. Okay. Ja gut, es kann sein, dass es sehr niedrig ist und ich habe das gerade nur nicht im Kopf, dass das schon immer so gewesen ist. Aber so ist das. Und wenn ich jetzt mal hier schaue. Dafür hat es halt eine sehr hohe Ausdauer. Pfundknuddler gefällt mir definitiv besser als Finte. Das ist ein sehr gutes Moveset. Mal gucken, hat da eigentlich Gamepress das Moveset angepasst, wenn die jetzt irgendwie da ihre Meinungen ständig ändern? Ja. Genau, das habe ich mir nämlich gedacht. Pfundknuddler steht an erster Stelle. Pfund Zauberschein an zweiter und jetzt haltet euch fest, Pfund Hyperstrahl an dritter Stelle. Interessant. Ich weiß nicht, die haben da irgendwie eine sehr interessante Sichtweise. Was macht am meisten Schaden, sondern was macht, glaube ich, am schnellsten Schaden. Das kann es vielleicht sein. Was macht am schnellsten Schaden? Wenn man nämlich danach geht, kann ich das vielleicht nachvollziehen, dass man natürlich dann Knuddler nimmt. Zauberschein ist natürlich ein bisschen schlechter als Knuddler, weil es macht halt nur 10 Schaden mehr und hat trotzdem nur zwei Balken. Daher. Ich werde es mal einen Stern geben und dann mal weiterschauen. Ich denke mal, die nächsten zwei werde ich jetzt nicht entwickeln.
Ich denke nicht. Das hier habe ich eigentlich, ja, das habe ich falsch markiert. Da ändere ich gleich mal den Namen. Ja, dieses Rabauz hat wieder mal einen guten Angriffswert und das heißt, es wird zu Kikli und schade, schade, aber das brauche ich wirklich nicht. Ich hätte so gern ein Rabauz, das sich entweder in Nocturne oder in einen Caporera entwickelt, weil das wären dann halt neue Pokédex-Einträge, weil ich habe bisher, ja, ich habe blöderweise nie einen Nocturne aus dem Ei bekommen und Fang, die Dinger, also die zwei sind echt oberselten bei uns. Bis Schlammwoge, okay, mit 110. Ja, Mülltreffer wäre besser gewesen. Auf jeden Fall. Gut, ich schicke das jetzt weg. Ich brauche Platz. Ich wollte es einfach nur mal entwickeln. Und dann möchte ich noch ein paar Seepa zu Seemon entwickeln. Die kann man manchmal auch sehr gut gebrauchen. Die können nämlich Drachenattacken und Drachenattacken sind halt schon nicht schlecht. Damit kann man gut kämpfen. Die kann man gut gebrauchen gegen bestimmte Pokémon. Wenn ich dann mal wieder eine Drachenhaut bekomme, kann ich es dann auch noch mal weiterentwickeln. Feuerodem Hydropumpe. Okay, also wenn man jetzt mal danach geht, was das Beste ist, Aquaknarre Hydropumpe wäre das Beste, was natürlich verständlich ist wegen Step. Was? Du kannst Drachenpuls lernen. Oh, das wäre toll, wenn du Drachenpuls könntest. Feuer ohne Drachenpuls möchte ich trotzdem gern mal haben. Einfach nur, weil ich gerne auch mal ein Drachenset hätte. Dann entwickle ich noch eins. Mal schauen, was dann da rauskommt. Was es nicht mehr lernen kann, ist Blizzard. Gut, dass ich davon eigentlich noch ein paar gehabt habe. Das war eigentlich schon nicht schlecht. Es hatte was. So, wie geht's da los? Oder was kriege ich hier? Feuerodem, Aurorastrahl. Okay. Aurorastrahl ist die Eisattacke, das es noch lernen kann. Ist aber der praktisch schlechteste Charge-Move, den man hier kriegen kann. Naja, okay, passt. Ist nicht schlimm. Das überlege ich mir alles später, wie ich mir das einordnen will. Ich glaube, ich sollte jetzt mal Gas geben. Ich muss jetzt langsam fertig werden. Der Akku ist auch gleich leer. Jetzt langsam reicht. So, komm, jetzt noch zwei vor Stelka und dann ist Schluss für heute. Würde ich sagen. Ich habe einfach zu lange nicht mehr entwickelt. Deswegen dauert das hier auch dementsprechend lang, was ich auch nicht so gut finde. Ich muss das Video dann durch zwei teilen wahrscheinlich. Und naja. Okay, so, vor Stelka. Ich bin immer noch auf Tanzer. Genau. Vor Stelka. Das ist doch richtig. Das werden wir jetzt hier gleich sehen. Vor Stelka. Mit 2000. Ah, 1288. Ja, das Video ist definitiv zu lang. Ich rede schon wieder Quatsch. Sein bester Wert ist übrigens 242. Verteidigung. Interessant. Bestes Moveset. Käferbiss Erdbeben. Ja, ich glaube, das ist auch ungefähr. Naja, fast. Laut GamePress Käferbiss Rambos und Käferbiss Erdbeben drittbestes. Okay. Ich finde das aber nicht so schlecht. Es behält auf jeden Fall mal seinen Stern. Rambos. Ja gut, Rambos wäre natürlich geil. Rambos wäre geil, weil es halt eine Stahlattacke ist. Erdbeben ist eine Bodenattacke, mit der kriegt man halt keinen Step. Ich weiß nur nicht, ob ich ein zweites entwickeln soll. Ich glaube, ich lasse es. Ich lasse es. Ich würde sagen, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.